Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Unter meinem Video 2000 Abonnenten habe ich ein Q&A gestartet, sage ich mal. Und ich habe die Fragen rausgeschrieben und hier auf Zettelchen geschrieben. Es sind insgesamt 76 Fragen, die ich jetzt mit euch durchgehen möchte, beantworten möchte, wie auch immer. Wird also länger. Hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. So, wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an. Reitest du oder bist du mal geritten? Von Anna Müller. Ich bin tatsächlich damals geritten. Also ich bin als Kind geritten und später dann auch, als ich erwachsen war, zusammen mit meiner Mom. Irgendwann habe ich dann aufgehört, weil wir haben ein Haus, wir haben da genug Arbeit und dann blieb halt nicht mehr die Zeit. Ich hatte nie ein eigenes Pferd und hätte es auch nicht haben wollen, weil mir das zu zeitintensiv gewesen wäre. Wer oder was inspiriert dich? Das Leben, ne? Das Leben, andere YouTuber inspirieren mich auch, meine Freunde, Bekannte. Ich weiß nicht, mich inspiriert irgendwie alles. Ich bin halt so ein Denkmensch. Mir rast immer viel durch den Kopf und ich mache mir über vieles auch Gedanken. Und da ziehe ich aus den kleinsten Dingen in meinem Leben eigentlich auch schon Inspiration. Also von daher ist es gar nicht so leicht zu beantworten. Weiß ich nicht, was genau mich inspiriert oder wer. Das Leben, würde ich jetzt einfach mal sagen. Naja, wie schaffst du es, immer so frisch und erholt auszusehen? Tue ich nicht. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das tue ich wirklich nicht. Also ich finde heute auch so ein bisschen, ne, ich habe so eine Mähne irgendwie, sind die Haare auch irgendwie krüppelig. Ich habe die jetzt aufgemacht, weil das sonst auch irgendwie alles ein bisschen üsselig ausgesehen hätte. Keine Ahnung. Frisch und erholt finde ich nicht, dass ich jeden Tag aussehe. Was einem auf jeden Fall hilft, ist mal ein Concealer. Aber wenn ich jetzt so zur Arbeit gehe oder so, verwende ich ja keinen Concealer. Da schminke ich mich ja auch nicht großartig. Keine Ahnung. Ich schlafe auch nicht viel. Also würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, viel Schlaf. Ich erhole mich auch nicht allzu viel. Keine Ahnung. Vielleicht einfach die Tatsache, dass ich zufrieden bin. Weiß ich nicht. Und ich finde auch, dass es viel ausmacht, wenn man lächelt im Leben. Wenn ich jetzt die ganze Zeit mit so einer Miene durch die Gegend laufen würde, würde ich auch nicht frisch und erholt aussehen, sondern ziemlich gestresst und schlecht drauf und keine Ahnung, ne? Dann assoziiert man das jetzt nicht unbedingt mit frisch und erholt. Ja, und wenn man als Mensch lächelt, dann ist das dann wahrscheinlich automatisch, hey, guck mal, die sieht ja aus, als hätte die Energie für 100. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das so das Geheimnis. Mal schauen. Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Wie hast du deine Videoausstattung ausgesucht? Die habe ich... Naja, meine Videoausstattung ausgesucht, das ist... Also ich bin jetzt ganz fresh gestartet, mit meinem Handy zu filmen und tue es auch immer noch. Das heißt, das war einfach von Anfang an da. Anfangs hatte ich dann einfach mir so ein kleines Mini-Stativ gekauft und habe das dann ja ins Badezimmer gestellt. Dann hatte ich mein Schneideprogramm schon auf dem Laptop drauf, also das war schon vorinstalliert, das musste ich mir gar nicht runterladen. Das ist der, Movie Maker heißt der, glaube ich. Dann habe ich irgendwann mir meine zwei Softboxen gekauft, weil ich die bei der Rosa 87 Lee bei der lieben Cindy gesehen habe. Und dann habe ich mich so ein bisschen im Internet informiert, wenn man halt auch von vorne Licht haben will, wie man das macht. Und da kam halt dann die Idee mit dem Ringlicht. Und dann habe ich ja automatisch in diesem Ringlicht auch noch ein Stativ mit drin. Ja, so kam das auf jeden Fall zustande. Und wie ich hier so mein Zimmer gestaltet habe, das ja, seht ihr ja in dem Video, wo ich euch meine Roomtour gezeigt habe. Das ist einfach irgendwie so, keine Ahnung, was brauche ich? Okay, das hole ich mir dann. Oder was habe ich gerade, was mir gerade nicht so gefällt? Okay, dann informiere ich mich, wie ich das vielleicht verbessern kann. Zum Beispiel gefällt mir persönlich nicht so unbedingt meine Video- und Tonqualität. Da bin ich aktuell dabei, mich für so Kameras umzuschauen, dass ich da eine ordentliche Kamera bekomme. Ja, aber da muss ich erst noch schauen, weil ich finde, das ist immer so eine Investition, die man nicht mal eben so tätigt. Ne? Deswegen, da bin ich noch ein bisschen am Schauen. Und so schaue ich, suche ich meine Videoausstattung. Nächste Frage. Was wolltest du immer als Kind werden? Sehr gute Frage. Als Kind
Ganz ursprünglich wollte ich Säuglingskrankenschwester werden, weil ich das immer so cool fand, dieses Wort in Freundebücher reinzuschreiben, weil das so schön lang war. Ja, deswegen, das wollte ich dann werden, bis meine Mom mir dann mal so erklärt hat, was eine Säuglingskrankenschwester so macht und dass es vielleicht auch nicht immer so positiv ist. Und dann habe ich mir gedacht, nee, nee, das will ich nicht machen. Und dann habe ich geguckt, was meine Eltern so machen. Meine Mama ist Grundschullehrerin und dann habe ich mir gedacht, Lehrerin wäre doch ganz cool. Und ja, dann habe ich mich auch noch weiter informiert. Und das wollte ich tatsächlich auch ziemlich lange werden. Habe dann auch Nachhilfeunterricht und sowas alles gegeben, bis ich herausgefunden habe, dass es ziemlich schwierig ist, wenn man so Englischlehrerin oder sowas werden möchte, wenn ich kein Latein habe. Das habe ich nie gehabt. Ich hatte immer Französisch. Und dann hätte ich das quasi nachholen müssen. Und dann habe ich mir gedacht, boah, nee, vergiss es. Hatte dann auch erst überlegt, Mathe zu studieren, also Mathelehrerin zu werden, also Mathe- und Deutschlehrerin. Habe dann bei einem Bekannten mitbekommen, was so ein Mathestudium überhaupt bedeutet und habe mir gedacht, ich möchte auch kein Mathe studieren. Also im Prinzip ist es dann daran gescheitert, dass ich nicht genau wusste, was ich studieren möchte, also welche Fächer ich nehmen möchte. Und dann habe ich mir auch irgendwann gedacht, ja, ganz ehrlich, mit so pubertierenden Kindern zusammen zu sein, die einen dann vielleicht auch echt auseinandernehmen, da habe ich auch nicht so viel Bock drauf. Naja, deswegen habe ich mich dann noch weiter umgeschaut und mein Papa ist im kaufmännischen Bereich unterwegs. Und dann habe ich mich ja so ein bisschen an meinen Papa auch gehalten, habe da auch ein bisschen weiter geschaut, aber da kommt die Frage ja gleich noch hier drin. Habe das dann auch bei Freunden gesehen und habe dann letztendlich mich für den Beruf entschieden. Das kommt aber gleich noch. So, kannst du mal eine Roomtour machen? Ja, habe ich schon. Zack, Frage beantwortet. Welche Produkte benutzt du für dein Gesicht? Ja, da habe ich ja auch schon so eine Pflegeroutine mal zu abgedreht, was ich so morgens benutze, was ich abends benutze. Also im Prinzip ist es nicht so allzu viel. Also einen Toner benutze ich, ein Serum benutze ich, eine Creme benutze ich, Augencreme benutze ich. Ja, also ne, immer so vier Sachen und je nachdem, ob morgen oder abend, ist es dann halt immer unterschiedlich. Und ja, was dann letztendlich benutzt wird, seht ihr dann ja in meinen Aufgebraucht-Videos, weil ich die Produkte dann ja aufgebraucht habe. Ja, ansonsten, meine Schminksammlung drehe ich euch ja auch aktuell nach und nach ab. Meine Beauty-Sammlung, da seht ihr dann auch, was ich so in meinem Repertoire habe. Ja, aber im Großen und Ganzen, ja, ne? Bin ich auch gerne mal ganz natürlich unterwegs, muss ich gestehen. Nächste Frage. Was ist dein absolutes Lieblingslied, welches dich vielleicht an eine ganz besondere Zeit oder einen schönen Moment erinnert? Oh, die Frage gefällt mir. Das ist von Silbermond das Beste. Das finde ich total schön. Das ist so ein Lied, wo ich immer dann so ein bisschen, ja, ne, da geht mir das Herz auf. Das finde ich sehr schön. Es ist zwar nicht unbedingt meine Musikrichtung, aber ich finde den Text wunderschön. Ich finde das Lied wunderschön. Und ja, wenn das Lied läuft und mein Freund ist in der Nähe, dann hole ich mir meinen Freund und halte ihn ganz fest. Wenn du eine Nacht in einem Geschäft deiner Wahl eingesperrt würdest und so viel shoppen könntest, wie du kannst, in welchen Laden würdest du dich einsperren lassen? Ja, das ist eine wirklich gute Frage. Am liebsten würde ich natürlich, wenn man das als Laden bezeichnen kann, so ein riesengroßes Einkaufszentrum nehmen, wo du alles einfach drin hast, ne? Da kann man dann natürlich sehr flexibel alles Mögliche shoppen. Wenn ich mich aber für ein einziges Geschäft entscheiden müsste. Entschuldigung, muss mich etwas bequem hinsetzen. Ist es gar nicht so einfach, gar nicht so schön, da jetzt eine Antwort drauf geben zu können, sage ich mal. Natürlich fände ich das ganz cool, wenn ich in einem Beauty-Geschäft eingesperrt wäre und mich da so ein bisschen austoben könnte. Zum Beispiel in einem riesengroßen Douglas. Die haben da ja auch ungefähr alles, was das Herz begehrt. Das fände ich ziemlich cool. Oder in einem Galeria Kaufhof zum Beispiel, da hast du ja Klamotten und Beauty-Sachen. Da gibt es auch meistens ein Restaurant, das heißt, da kann ich dann auch schön was essen. Also wirklich nicht einfach, ne? Ja, also ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, in so einem großen Laden wie Galeria Kaufhof, da hast du nämlich irgendwie alles mit dabei, aber ein großer Galeria Kaufhof. Nicht so ein kleiner wie bei uns in der Nähe, weil der ist nicht so gut ausgestattet. Es ist ja alles etwas kleiner bei uns.
Wenn du dir jetzt eine Kooperation mit irgendeiner Marke aussuchen dürftest, welche wäre das? Oha. Schwer? Also ich bin jetzt ganz ehrlich nicht so der Marken-Junkie, wobei ich, also was Klamotten angeht, also da kann ich jetzt zum Beispiel gar nichts sagen. Da finde ich halt jede Marke und jeder Laden so seinen Charme. Wenn es so um Beauty gehen würde, würde ich mich wahrscheinlich für eine High-End-Marke entscheiden. Weil, ne, da kommst du nicht so leicht ran, ne? Auch finanziell gesehen. Also ich denke, entweder so Urban Decay oder Too Faced, das wäre eine coole Sache. Ich glaube Too Faced. Weil von denen habe ich ja, ich glaube, bislang nur eine Lidschattenpalette und einen Bronzer. Und die finde ich beide richtig geil. Ich glaube, das wäre tatsächlich so ein bisschen so die Richtung, die ich einschlagen würde. Ich glaube, das wäre gar nicht so verkehrt. Also meldet euch. Vollkommen in Ordnung, gerne. So, hast du irgendwelche Weihnachtsrituale? Ja, das Q&A habe ich ja gestartet zur Weihnachtszeit oder zum Jahreswechsel. Puh, Weihnachtsrituale. Für mich ist es ja immer so eine Art Weihnachtsmarathon, weil wir ja sowohl meine Eltern als auch die von meinem Freund besuchen und die sind ja alle getrennt und keine Ahnung, da bist du ja nur am Rumfahren. Also für mich ist Weihnachtsritual eigentlich, dass ich viel unterwegs bin und meine ganze Familie sehen möchte. Also vor allem so die Eltern und ja, näheren Verwandten, Geschwister, so Großeltern. Aber sonst haben wir jetzt so keine festgelegten Rituale. Natürlich, ne? Kurz vor Weihnachten wird dann ein Tannenbaum gekauft, es wird alles weihnachtlich dekoriert, wir packen Geschenke zusammen ein und ja, wobei so ein Weihnachtsritual könnte tatsächlich sein, wir gucken unheimlich gerne die Muppets feiern Weihnachten und die Muppets Weihnachtsgeschichte. Ich tippe gerade die ganze Zeit gegen das Stativ. Ich hoffe, das wackelt nicht allzu sehr. ja, ich glaube, das könnte man als Weihnachtsritual bezeichnen. Also, jo. Ne? Würde ich auf jeden Fall so sagen. Wie sieht denn so ein typischer Abend mit dir, deinem Schatz und dem Sammy aus und euer Zu-Bett-Geh-Ritual? Wenn ich nicht gerade dabei bin, irgendwelche Videos zu drehen, so wie heute, oder Videos zu schneiden, dann ist es so, dass wir einfach ganz gemütlich auf der Couch chillen, uns irgendwie entweder YouTube-Videos angucken oder Fernseher läuft, dann gucken wir dann so, keine Ahnung, Criminal Minds oder sowas. Ganz entspannt, ne? Also mein Freund und ich auf der Couch, der liebe Sammy liegt dann vor der Couch, der kommt nicht auf die Couch, der darf da nicht hin. Ja, und ansonsten gibt es da keine großen Rituale, dann wird irgendwann zu Bett gegangen, wenn wir müde sind. Keine Ahnung. Wir sind da nicht so ritualisiert. Das ist immer alles recht spontan bei uns, wie man so Bock hat, ne? Welche ist deine absolute Lieblingsmaske? Ja, das sind diese Hydrogel-zweigeteilten Masken von Neutrogena. Welche Charaktereigenschaften, gute und schlechte, hast du? Charaktereigenschaften, gute und schlechte. Also ich bin ungeduldig. Das ist fast wie ein Bewerbungsgespräch hier, Leute. Wo läuft es? In welche Richtung läuft es denn hier? ja, also ungeduldig. Manchmal bin ich ein bisschen leichtgläubig. Manchmal bin ich ein bisschen zu sehr verkopft. Ja. Fröhlich bin ich oft. Bin aber auch ein bisschen launisch, muss ich gestehen. Ja. Keine Ahnung. Also das würde ich jetzt so spontan sagen. Weiß ich nicht, wie ich so bin. Bin halt, wie ich bin. Was ist das Schönste, das du je erlebt hast? Was war das Schlimmste? Oh, Leute. Das Schönste, was ich je erlebt habe, hatte ich euch ja auch schon in meinem Video gesagt zu diesem Top 3 Tag. Ist für mich eigentlich, dass ich am 17.12. Jetzt weiß ich nicht mal mehr, wann das war, ne? Furchtbar. Aber das war das schönste Erlebnis, super. Am 17.11.2005 bin ich ja mit meinem Freund zusammengekommen. Das war für mich so das Schönste, beziehungsweise der Anfang einer wunderschönen Zeit, die halt bislang, also bis jetzt so anhält. Ja, das Schlimmste, was mir je passiert ist, das sind ein paar Dinge. Also das, was ich hier so
sagen kann, ist, dass ich in der Schule gemobbt worden bin. Das fand ich nicht schön. Das war keine gute Zeit. Und ja, das war halt einfach, weil ich, keine Ahnung, nicht weiblich genug war. Es war in der Teenagerzeit. Das war nicht schön. Das war in der so 8. Klasse und so. Und dann habe ich die Schule gewechselt und das war super. Das war genau das Richtige. Da habe ich dann auch meinen Freund ein paar Jahre später kennengelernt. Wer ist dein Lieblings-YouTuber? Ja. Also da gibt es eigentlich mehrere, die ich gerne und regelmäßig schaue. Das ist die liebe Franka vom Kanal Frankas Favorites. Die finde ich super. Ich gucke auch gerne die liebe Cindy von dem Kanal Rosa87Lee. Ich gucke auch gerne Nasti von Nastis Beauty Zone. Ich gucke unheimlich gerne Emilias Videos von Emilia Wohl. Ja, ansonsten klicke ich mich dann halt immer so durch und schaue gerade, was so mich interessiert, was mir gefällt, und das Video schaue ich mir dann an. Also ich schaue mir nicht jedes Video von jedem YouTuber an. Also wenn ich, ne, denke, nee, das ist jetzt gerade nicht so mein Thema oder so, dann schaue ich das auch nicht. Sarah Desideria gucke ich auch ganz gerne. Ja, also das sind so die Groben, die ich ganz gerne gucke. Wenn ich mal ein bisschen Pyrotechnik haben will, dann gucke ich beim lieben Machtnix vorbei, auch mal ein bisschen Testosteron mir anschauen und nicht immer nur Frauen beim Schminken oder sonst irgendwas machen, zugucken. Ist auch mal ganz erfrischend, sage ich mal. Ja, so. Das sind so die, die ich auf jeden Fall regelmäßig gucke. Was ist dir wichtig? Auch die Frage finde ich schwer. Wichtig ist mir, dass ich glücklich bin. Das heißt, in dem Sinne ist es mir wichtig, ein gefestigtes Umfeld zu haben, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich, das ist halt alles ich bezogen, ne? Aber das sind halt die Dinge, die mir persönlich wichtig sind, um eben glücklich zu sein und um entsprechend dann auch meine Freude weitergeben zu können. Also das ist dann halt so, ne? Mir, also ja, wer mir wichtig sind, ist meine Familie, es ist mein Freund, es ist Sammy, auf jeden Fall. Und was mir wichtig ist, das ist mein Haus, das ist mein Job. Und ja, dass ich einfach lebe und glücklich sein kann und gesund bin und dass mein Umfeld gesund ist und dass es meinem Umfeld gut geht. Schauen deine Freunde deine Videos und wie stehen sie dazu? Und deine Familie? Ja, tun sie. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich habe sie gefragt und dann hören wir uns das doch einfach mal an. Hallo liebe Claudia, also meine Meinung dazu ist, dass ich das wirklich sehr gut finde und auch Respekt wirklich davor habe, weil man muss sich das alles aufbauen, man muss den Mut dazu haben und man muss sich dafür richtig Mühe geben und ich finde, dass du das tust. Du steckst sehr viel Liebe in deine Videos, das merkt man und du bist halt nicht so wie die anderen YouTuber. Die das halt irgendwie wegen der Kohle machen, sondern du machst das wirklich, weil es dir Spaß macht. Und ich finde, das merkt man, dass du viel in deine Videos reinsteckst. Was ich mich nur manchmal frage, ist, ob dann viel auf der Strecke bleibt, weil du ja viele Videos drehst. Und das dauert ja auch, ja, es dauert ja auch seine Zeit. Also meine Frage zurück wäre eigentlich, ob YouTube im Moment dann so oder Instagram dein Leben eher bestimmt und ob das so weitergehen soll oder ob du irgendwann dann vielleicht weniger machst oder ob du dich das selber schon mal gefragt hast. Und ja, ansonsten, ich finde es wirklich super, wie gesagt, weil du da sehr viel reinsteckst und das gefällt mir sehr gut, weil ich könnte es nicht. Und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ganz, ganz liebe Grüße. Hallo, die Internetseite ist ja eigentlich viel mehr was für Frauen als für Männer. Aber ich finde es immer wieder unheimlich spannend zu sehen, wie Claudia die Produkte präsentiert. Ja, gefällt mir ganz gut.
Hallo Claudi. Also ich finde es sehr, sehr gut und finde es auch sehr mutig, dass du auf YouTube Videos machst. Ich gucke mir auch ein oder anderes Mal welche an. Und aber nicht immer, weil ich habe einen kleinen Sohn zu Hause und der, ja, da habe ich nicht immer Zeit dafür. Warum finde ich das gut? Ich finde es gut, weil du deine eigenen Interessen und auch deine Hobbys damit quasi ja, was du ja so auch gerne machst, zum Beispiel die Schuhe aussortieren, das habe ich mir letztens angeguckt, oder wenn du deine Masken machst, das machst du ja gerne und wenn du es für andere teilst, was du so denkst, finde ich das super. Außerdem ist es gut, dass man seine Hobbys auch vervielfältigen kann und dass man ja einfach man selber ist und auch man zeigt und man sieht, dass du auch du selber bist und auch Spaß dabei hast. Das ist das Schöne. Man sieht, dass du Spaß hast. Und ja, warum nicht dann bei YouTube? Ich meine, guck dir deine Followerzahlen an, also deine Abonnenten, Follower nennt man das so, ich weiß nicht genau. Und dann siehst du ja, dass das auf jeden Fall Hand und Fuß hat und dass das auch viele Menschen auf jeden Fall interessiert. Hallo, also ich finde Claudis neues Hobby super. Man merkt, wie viel Spaß sie da hat und wie viel Freude beim Auspacken. Ich gucke ihre Videos sehr gerne und sie inspiriert mich auch zu neuen Dingen, die ich dann beim Schminken ausprobieren kann. Ja, das war's. Ne? Ich hatte die Erlaubnis, das ein oder andere zusammenzuschneiden und habe das dann auch einfach mal getan. Und ja, das sagen meine Freunde und denken meine Freunde so über meinen YouTube oder meine Familie. Ja, Namen nenne ich nicht. Jeder, der das geschrieben hat oder der die Stimmen erkennt, weiß, wer das war. Genau. Nächste Frage. Was sind deine Ziele für YouTube? Meine Ziele? Naja. So weitermachen wie bislang, Spaß haben, eine neue Kamera holen, weiß ich nicht. Das sind so meine Ziele für YouTube. Das ist mein Hobby und bleibt mein Hobby und ja, einfach Spaß haben. Mit euch meine gute Laune teilen und meine Ideen, meinen Wahnsinn, euch mit in meine Welt weiterhin nehmen und das sind so meine Ziele. Ich finde die in Ordnung. Welcher ist dein Lieblingsnagellack für die Füße? Da habe ich jetzt nicht so allzu viele von, muss ich gestehen. Am liebsten mag ich einen weinroten tatsächlich. Ich blende euch jetzt hier mal einen Einspieler ein. Ja. Den mag ich eigentlich so ziemlich gerne. Ich mag die Farbe und ich mag, dass der schnell trocknet. Und ja, den mag ich. Wie sieht die Alltagsgesichtsroutine von dir aus? Ja, auch die habe ich euch ja quasi so teilweise abgedreht. Es ist im Prinzip nur, dass ich morgens aufstehe, mein Gesicht wasche, reinige, wie auch immer. Meistens aber einfach nur mit einmal Wasser ins Gesicht hauen, also nicht jetzt großes Heckmeck drum zu. Dann benutze ich einen Toner, dann benutze ich ein Serum, eine Augencreme und eine Gesichtscreme. Und abends nach dem Duschen benutze ich einen Toner, ein Gesichtsserum, eine Augencreme und eine Gesichtscreme. Das ist so meine Alltagsroutine. Nichts Spektakuläres. Wann ist dein Geburtstag? Wie alt bist du? Was ist dein Sternzeichen? Ei, ei, ei. Ja, da habe ich ein bisschen was zusammengefasst, weil ich dachte, das gehört auch irgendwie alles zusammen. Ich bin geboren am 22. Mai 1989, bin dementsprechend aktuell 29 Jahre alt und von meinem Sternzeichen bin ich Zwilling. Was bedeutet dein Name auf Instagram? Ja, auf Instagram heiße ich Aidualk P. Das ist Claudia rückwärts und dann ein P dahinter. Das bedeutet mein Name. Ist nichts Aufregendes, aber das ist nun mal mein Name. Ja.
Da gab es nicht so viel mehr zur Auswahl, weil ich erst so spät damit gestartet bin. Was ist deine Lieblingslidschattenpalette von BH Cosmetics? Ich habe nicht so irre viele von BH Cosmetics, aber am liebsten mag ich persönlich die Zodiac Love Palette. Die finde ich cool, weil du hast matte, du hast schimmernde Töne, du hast irgendwie alles mit dabei, du hast in der Mitte einen Highlighter, das mag ich einfach sehr gerne. Damit habe ich euch ja auch schon mal so ein bisschen einen Look geschminkt, ein bisschen dezenter. Jo, den mag ich ganz gerne. Die Palette, den Palette. Welche Videos drehst du am liebsten? Am liebsten, um ehrlich zu sein, Degusta-Box-Unboxings oder Fressbox-Unboxings. Ich mag nämlich gerne essen. Ja. Und neue Essenssachen probieren mag ich auch gerne. Hast du einen Partner oder Kinder? Ups. Ich habe einen Partner, ja. Den habe ich seit dem 17. November 2005. Kinder habe ich nicht, aber dafür unser Ersatzkind Sammy, unseren Hund. Hast du Ziele für 2019? Möchtest du etwas verändern? Hast du Vorsätze? Das haben ein paar gefragt. Ein ganz paar von euch. Glücklich sein, glücklich bleiben. Gesund sein, gesund bleiben. Ja, ansonsten habe ich ja dazu auch ein Tauschpaket gemacht mit der lieben Emilia vom Kanal Emilia Wohl. Ich verlinke dir hier oben mal das Video. Ja, da zeigt, also das ist quasi das Video, was sie gedreht hat, wo ich ihr meine Vorsätze geschickt habe. Genau. Wie schaffst du es, jeden Tag ein Video hochzuladen? Wie bekommst du alles, Arbeit, Haus, Mann, YouTube und so weiter unter einen Hut? Ich habe einen sehr verständnisvollen Partner, der mich bei dem unterstützt, was ich mache und der auch seinen eigenen Hobbys entsprechend nachgeht, sodass wir uns beide Raum dafür lassen. Aktuell ist es auch so, dass wir am Haus nicht so viel machen müssen und können, weil es einfach Winter ist. Da, ja, kann man jetzt nicht so unbedingt in den Garten gehen oder muss man auch nicht in den Garten gehen. Ansonsten ist es so, dass ich im Sommer tatsächlich auch mehr im Garten sein werde und dann auch nicht jeden Tag ein YouTube-Video wahrscheinlich hochgeladen wird. Und ja, Arbeit mache ich gerne. Also ich habe einen Beruf, da fange ich morgens an und höre ich nachmittags um 4:30 auf und dann fahre ich nach Hause, bin um 4:45 zu Hause und kann machen, was ich will. Ne? Also da brauche ich mich dann nicht mehr kopfmäßig oder wie auch immer mit meiner Arbeit befassen und kann dementsprechend machen, was ich will. Und da das hier mein Hobby ist, gehe ich dem dann natürlich umso lieber nach, weil es mir Spaß macht. Ja, und Haushalt, naja, ich habe jetzt schon länger die Aufgabe des Haushaltes, sage ich jetzt mal. Wir teilen uns das, absolut. Und naja, der Boden wird hauptsächlich gesaugt von unserem Staubsauger-Roboter. Das ist der D-Bot Slim. Wir haben hier fast überall Fliesen, dementsprechend ist es auch alles etwas einfacher zu reinigen. Und ja, die Wäsche wasche ich. Aber ich bin ja nicht so, dass ich das am Waschbrett machen muss. Das macht ja die Waschmaschine. Die wird auch vom Trockner getrocknet. Da muss ich die nur noch falten. Ja, ich weiß nicht, wie ich das alles schaffe. Das läuft halt so. Weiß ich nicht. Vielleicht hat mein Tag mehr als 24 Stunden. Nein, aber es läuft halt. Das ist halt Alltag, ne? Ihr habt euch ein Haus gebaut, aber ohne Wanne. Warum? Zuallererst, wir haben uns kein Haus gebaut, wir haben uns ein Haus gekauft. Und dementsprechend musste man halt mit den räumlichen Gegebenheiten leben. Das heißt, wir hatten ein oder haben ein Badezimmer, wo man sich halt entscheiden musste. Entweder möchte ich eine begehbare Dusche haben, eine Walk-in-Dusche, dass man halt auch später, wenn man älter ist, vielleicht mit Rollator oder Rollstuhl rein kann. Oder wir machen uns eine kleine Dusche und eine Badewanne rein. Und da haben wir uns relativ schnell entschieden und gesagt, Walk-in-Dusche, weil wir eigentlich auch gar nicht so die Bademenschen sind. Wir hatten in unserer Mietwohnung eine Badewanne, aber die ist mehr zugestaubt, als dass wir sie genutzt haben. Und dementsprechend haben wir uns, als wir das Badezimmer gemacht haben, dann dagegen entschieden. Und ja, manchmal bräuchte ich das natürlich, wenn ich so geile Badezusätze rieche oder so, ne? Aber ich glaube, es wäre mir auch zu langweilig, wenn ich in der Badewanne liegen würde. Ich würde auch nur reingehen, wenn mir richtig kalt ist oder wenn ich krank bin oder so. Und ich bin selten krank. Und ja, ne, damit mir nicht kalt ist, ziehe ich mich warm an oder mache den Kamin an.
Ja, deswegen. Oh ja, eine Frage, die ganz viele gestellt haben. Wie bist du darauf gekommen, YouTube zu machen? Also das haben wirklich sehr, sehr, sehr viele von euch gefragt. Also es scheint euch wirklich sehr zu interessieren. Also ja, das fing letztes Jahr im Frühsommer oder späten Frühling, sage ich mal, an, dass ich angefangen habe, so kleine WhatsApp-Videos für meine Freundin zu drehen. So kleine Hauls und Unboxings von der Glossybox und so, von der Pinkbox und so und so. Und ja, dann haben die mir halt gesagt, also meine Freundin, dass es mega cool wäre, wenn ich das mal bei YouTube reinstellen würde. Und da habe ich immer gesagt, nein, Leute, ganz ehrlich, nein. Ich glaube, ich werde jetzt auch schon wieder rot, ne? Naja, auf jeden Fall war mir das dann irgendwie anfangs auch ein bisschen peinlich. Und ich habe mir gedacht, ne, wenn dann irgendwie so Leute sagen, dass es total schlecht ist und keine Ahnung, dass ich, keine Ahnung, ne, dass die da irgendwie Daumen runter geben oder böse sind oder so, hatte ich einfach keinen Bock drauf. Und dann habe ich das immer weiter gemacht und dann haben meine Freundin immer eindringlicher zu mir gesagt, dass ich das machen soll und dass ich mich doch einfach mal trauen soll. Und dann habe ich mir gedacht, so, dann traue ich mich mal und ich versuche es mal. Dann habe ich mein erstes Video hochgeladen und habe dann auch gedacht, okay, ja, es tut nicht weh, ne? Da kam auch nichts Böses oder so. Und dann habe ich einfach weitergemacht und wurde dann auch von meinem Umfeld weiter supportet. Die haben gesagt, dass das echt ganz cool ist und dafür, dass es echt, ne, jetzt anfänglich ist, dass das auch irgendwie gut rüberkommt und dass ich auch irgendwie irgendwas habe, was in der Kamera positiv wirkt. Ja, und dann habe ich einfach daraus mir Kraft gezogen und immer weitergemacht. Ja, und das hat mir immer mehr Spaß gemacht. Und so wurde es dann halt immer mehr zu dem, was es jetzt ist, ne? Also ja, so hat sich das bei mir entwickelt. Und deswegen, also ich ziehe auch immer wieder Kraft daraus aus euren unheimlich lieben Kommentaren. Und das animiert mich auch immer mehr weiterzumachen. Und deswegen mache ich auch immer weiter. Ja, wenn jetzt alle schreiben würden, dass das scheiße ist oder so, würde ich es nicht mehr machen. Aber ja, es macht mir Spaß. So. Würdest du Produkte, die dir nicht gefallen, für die du aber gesponsert wirst, bewerben? Tja, liebe Simone, nein. Also, ich würde sie vor der Kamera testen und zeigen, aber ich würde auf jeden Fall dazu sagen, was ich finde. Also, warum nicht, ne? Also, es ist halt nach wie vor mein Hobby und warum soll ich lügen? Da habe ich gar keinen Bock drauf. Nö, das kann ich auch gar nicht. Deswegen lasse ich das einfach. Also, ich sage meine ehrliche Meinung, dass wir doch immer so bleiben. Keine Sorge. Willst du mal Kinder haben? Hä? Hatte ich das nicht schon mal? Keine Ahnung. Finde ich gerade nicht wieder den Zettel. Ja. Wie gehst du mit Hater-Kommentaren um? Hand verdreht. Wenn ich denn erkenne, dass es ein Hater-Kommentar ist und nicht ein ironischer Kommentar oder ich weiß es nicht, manchmal verstehe ich das einfach nicht. Ernsthaft, manchmal antworte ich auf Hater-Kommentare, bis dann irgendwann geschrieben wird, übrigens, raffst du es eigentlich nicht, dass das hier eigentlich ein Hater-Kommentar war? Und dann denke ich mir nur so, nee, leider nein, leider gar nicht. Aber wenn ich wirklich dann so einen Hater-Kommentar sehe, der einfach vollkommen daneben ist, dann lösche ich den einfach. Abgesehen davon ist es so, dass YouTube auch selber manche Kommentare als Spam ansieht. Upsala. Und die dann. Ich muss mal irgendwas zur Seite schieben. So. Und die dann auch direkt in so eine Spam-Ecke schiebt. Und ich die eh erst freigeben müsste. Also von daher, also wenn es totaler Schwachsinn ist und ich einfach merke, okay, diese Person hat auch gar nicht das Video geschaut, dann wird der Kommentar halt einfach gelöscht. Ich nehme mir das aber nicht zu Herzen, wenn es so schwachsinnig ist, ne? Wenn es eine Sache auf der Welt gäbe, die du rückgängig machen könntest, egal was, was wäre das? Tja, also da ich halt so ein Mensch bin, ich sag halt, naja, alles hat irgendwo einen Grund und einen Sinn, dass es passiert ist, wie es passiert ist, auch wenn es noch so blöd ist. Wirklich. Eigentlich ist es nichts. So böse sich das auch anhört, ne? Weil wirklich schlimme, schlimme Dinge auf der Welt passiert sind, auch so in der Vergangenheit, was die Geschichte angeht, auch was die deutsche Geschichte angeht und so weiter. Aber alles hatte seinen Grund. Auch wenn es der Grund ist, dass die Menschen vielleicht in Zukunft mit offenen Augen durch die Gegend laufen. Also unheimlich gerne würde ich natürlich so weltpolitische Dinge rückgängig machen, die passiert sind. Keine Ahnung. Erster Weltkrieg, dadurch wäre der Zweite Weltkrieg wahrscheinlich auch wieder rückgängig gemacht worden. Wobei man auch nie weiß, vielleicht war es auch Schicksal, vielleicht wäre das so oder so passiert, aber vielleicht auch nicht in dem Ausmaß. Ich
keine Ahnung, ne? Dafür habe ich hier auch keine Glaskugel stehen und kann das nicht in dem Sinne beeinflussen. Wenn ich das jetzt auf mein Leben beziehen müsste, etwas, was ich rückgängig machen würde. Ich würde nichts rückgängig machen. Jede Lebenserfahrung, die ich gemacht habe, hatte einen Grund, hatte einen Sinn und hat mich zu dem geführt, was jetzt ist. Und deswegen akzeptiere ich das so, wie es ist, auch wenn es schlimm war, wenn ich halt echt unschöne Dinge erlebt habe. Aber es hat mich alles zu dem gebracht, was jetzt ist. Zum Beispiel das mit dem Mobbing in der Schule. Wäre das nicht gewesen, hätte ich nie meinen Freund kennengelernt. Ne? Was war das größte Fettnäpfchen, in das du je getreten bist? Ich trete ständig in Fettnäpfchen. Also ich bin ein sehr tollpatschiger Mensch. Aber so ein richtiges Fettnäpfchen, das ist irgendwie so... Weiß ich echt nicht. Also wüsste ich jetzt nicht, dass da irgendwie so eine peinliche Situation gewesen wäre, wo... Nö, eigentlich nicht. Muss gerade echt überlegen, aber eigentlich habe ich so noch nicht irgendwie so ein mega Fettnäpfchen erlebt, dass ich da irgendwen zum Beispiel aus Versehen beleidigt hätte oder sowas. Na garantiert, aber ich kann mich da jetzt nicht dran erinnern, dass es jetzt irgendwie großartig schlimm gewesen wäre oder so. Nö, keine Ahnung. Weißt du, wo es die Boxen ge- Nein, wie weißt du, wo es die Boxen gerade gibt? Hast du ein Newsletter oder so etwas? Ja, auch solche Random-Fragen habe ich mit reingenommen, Leute. ja, natürlich. Also die Boxen, die ich abonniert habe, habe ich auch als Newsletter. Und dann wird mir dann natürlich auch immer mal wieder was anderes vorgeschlagen, zum Beispiel. Dann gucke ich auch YouTube-Videos. Und dadurch, dass man nun mal entsprechend Cookies auf seinem Laptop oder auf seinem Handy hat oder sonst irgendwo, wird einem automatisch alles Mögliche vorgeschlagen. Oder wenn du bei Facebook oder bei Instagram am Surfen bist, auch da speichert ja das große Internet deine ganzen Daten, weiß, was dich interessiert und schlägt dir sowas automatisch vor. Ja, und damals habe ich, als ich auf der Suche nach Boxen war, tatsächlich einfach mal so Beauty-Boxen bei Google Suche eingegeben und habe dann gesehen, was es alles so für Boxen gibt und ja. Mir dann da entsprechende Videos zu angeschaut, entsprechende Erfahrungen zu angehört und dann mich entschieden, die ein oder andere Box zu bestellen. Tja, und wenn das jetzt um diese Juvenilis-Box geht, da wurde ich angefixt von der Rosa 87 Lee, also von der Cindy. Was ist dein Beruf? Leute, das wollten echt so viele Leute wissen. Ich habe keine Ahnung, warum das so interessant ist. Ich habe echt keinen ultra spannenden Beruf. Also ich bin gelernte Industriekauffrau. Also nach meinem Abi habe ich eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Ja, dementsprechend ab in den kaufmännischen Bereich. Da bin ich dann quasi in die Fußstapfen von meinem Dad getreten. Ja, dann habe ich bei der einen oder anderen Firma gearbeitet, hauptsächlich im Vertriebsinnendienst. Und da bin ich jetzt auch. Da bin ich jetzt als Sachbearbeiterin im Vertriebsinnendienst bzw. als Vertriebs- und Marketingassistentin angestellt. Ja, das ist mein Beruf. Was ist dein Lieblingsprodukt? Was sind deine Top 3? Ja, schwierig. Ich bin ja nicht so ein extrem festgelegter Typ. Ne? Ich probiere ja immer so viel aus. Was sind denn die Produkte, die ich so als All-Time-Favorites habe? Das ist auf jeden Fall von Catrice die Glam Adore Waterproof Mascara. Die steht irgendwie auch immer bei meinen Schminkutensilien drin. Ein Produkt, was ich auch sehr gerne mag, ist der Toner von Lovely. Den mag ich auch sehr, sehr gerne. Hätte ich jetzt so kein spezielles, aber ich stehe total auf Eyeliner auch. Aber da habe ich jetzt so keinen festgelegten. Da habe ich jetzt aktuell einen von Kiss irgendwie in Verwendung. Aber bin ich jetzt noch nicht so festgelegt, muss ich gestehen. Ja. Sorry, ich würde euch gerne jetzt Produkte nennen können, aber nee. Wo kommst du eigentlich her? Ja, auch das wollten ein paar von euch wissen. Ich sag jetzt nicht, aus welchem Ort ich komme, weil das dann doch ein bisschen zu leicht herauszufinden ist, weil unser Ort ist klein. Ich komme aus dem wunderschönen Nordrhein-Westfalen, in der Nähe von der holländischen Grenze wohne ich. Ja.
Wieso bist du nur am Strahlen, wenn man deine Videos sieht? Ist das privat auch so oder gibt es auch Situationen, wo das Lächeln verschwindet? Ich setze mich natürlich nicht vor die Kamera, wenn ich schlecht gelaunt bin. Das muss ich sagen, ne? Oder ich setze mich vor die Kamera, wenn ich schlecht gelaunt bin, fange an zu reden und dann bin ich schon wieder gut gelaunt, weil mir das Spaß macht. Ach, so bekloppt. Ja, ich bin auch im Privaten ein Strahlemensch, also ich bin positiv unterwegs, aber nicht immer. Es gibt auch Zeiten, da bin ich echt mies drauf, da bin ich auch mal zickig und da bin ich auch einfach mal schlecht gelaunt. Wird dann manchmal leider nicht ganz so ernst genommen, das finde ich auch ein bisschen schade oder respektiert, sage ich mal, weil die Leute mich dann halt auch eher so fröhlich kennen und das dann nicht so ernst nehmen. Aber ich sag mal so, wenn ich schlecht gelaunt bin und wenn ich zickig oder sonst irgendwie bin, dann ist es schon weit gekommen, ne? Also, oder bis ich dann auch mal wirklich brastig bin oder so. Das, ja, dauert bei mir schon eine Weile, aber wenn es dann soweit ist, dann so richtig. Was ist deine Lieblingsmascara? Die Catrice Clement Doll Waterproof, weil die halt immer irgendwie in meinem Schrank ist. Aber ich teste mich ja immer wieder durch, ne? Also ich bin ja nach wie vor auf der Suche nach der ultimativen Mascara. Und ja, entdecke auch immer mehr neue Lieblinge für mich, die ich einfach schön finde. Aber ich habe aktuell so viele Mascaras, die muss ich alle noch mit euch zusammen austesten. Puh, ja, aber ich bin gut dabei, einige aufzubrauchen, weil ich wollte nicht so viel gleichzeitig offen haben. Deswegen dauert das auch noch ein bisschen mit dem Mascara-Test-Video, mit dem dritten, was ich machen werde. Ja, weil ich dann ja quasi 6 Mascaren gleichzeitig öffnen werde. Und ja, das, da brauche ich noch ein bisschen, um andere aufzubrauchen, sagen wir es mal so. Hast du Haustiere? Ja, ich habe einen Hund, der heißt Sammy. Und wir haben Fische im Teich. Das sind Goldfische, die auch schon Babys gekriegt haben. Ja, aber die sind ja nicht im Haus, die sind ja im Teich. Was würdest du machen, wenn du 100.000 Abonnenten hast? Ich würde erstmal, keine Ahnung, einen Freudentanz aufführen. Weiß ich nicht, würde mich freuen, mit einer Flasche Sekt aufmachen, alkoholfrei und weiß ich nicht, eine kleine Party feiern innerlich, äußerlich, ich weiß es nicht, ich würde mich extrem freuen, aber zum einen arbeite ich nicht darauf hin und zum anderen glaube ich auch nicht, dass es so weit kommt, weil es ja nach wie vor Hobby ist und nicht Beruf. Also um das zu erreichen, muss man das wirklich fulltime machen, man muss es beruflich machen und ein bisschen mehr Zeit investieren und das Ganze professioneller aufziehen. Ich meine, ne, ich bin hier mit meinem Handy am Filmen und habe eine relativ günstige Ausstattung, die verlinke ich euch auch, ja, auch immer unten in der Infobox. So. Ich merke auch schon, dass ich schon ziemlich lange rede. Habt ihr schon Hochzeitspläne? Ja, haben wir, in Anführungsstrichen. Also wir wissen, dass wir irgendwann mal heiraten wollen, aber wie genau, wann genau, keine Ahnung. Wohin geht es 2019 in den Urlaub? Ich würde sagen Terrassenien, Balkonien. Wir bleiben zu Hause. Also wir sind nicht so die Reisemenschen. So gar nicht. Gehst du gerne auf Reisen? Wohin? Nein, gehe ich nicht. Ich mag es unheimlich gerne, zu Hause zu sein, denn wir haben so viel Zeit, Liebe und Geld in dieses Zuhause investiert und tun es halt immer noch und machen es immer wieder schöner. Warum soll ich dann woanders hinfahren oder hinfliegen? Ich mag es hier wirklich gerne. Ich, keine Ahnung, kann mich hier irgendwo in meinen Garten im Sommer hinlegen, in der Hängematte chillen, auf den Teich gucken und fühle mich wie am Meer. Keine Ahnung, also es ist wirklich schön hier und ich will hier auch gar nicht weg. Nö. Hier habe ich mein Bett. Hier habe ich alles, was ich brauche. Ich finde das immer viel zu anstrengend zu verreisen. Wenn du dir, egal was es kostet, ein Make-up-Produkt oder Parfüm aussuchen dürftest, was wäre das? Ja, aktuell, weil ich einfach damit liebäugel, diesen Highlighter von Too Faced. Aber ansonsten wüsste ich jetzt spontan nicht, was es wäre, weil normalerweise ist es tatsächlich so, ich brauche jetzt nicht das High-End-Gedöns, ne? Es ist dann schön, wenn ich es habe, ist nice to have, aber auch das hole ich mir wirklich nur, wenn ich das irgendwo im Sale bekomme, wenn ich das günstig bekomme oder wenn ich das irgendwie gebraucht bekommen kann, keine Ahnung.
Ich würde jetzt nicht Unmengen dafür wahrscheinlich ausgeben, wobei jeder für sich halt auch Unmengen anders definiert. Ne? Aber ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich jetzt, also in diesem Moment, weil ich einfach damit liebäugel, den Too-Faced-Highlighter, aber ansonsten wüsste ich jetzt spontan nicht, was mir hier fehlen würde. Ich habe echt gut was da. Trotzdem werde ich mir noch einiges kaufen, denke ich. Was war dein schönstes Erlebnis 2018? Mein schönstes Erlebnis 2018. Ich habe viele schöne Sachen erlebt, aber das waren halt immer so kleine Momente für sich, ne? Wenn man gerade einen schönen Moment hatte, wenn man spazieren war und irgendwo im Wald stand und so geguckt hat und sich gedacht hat, oh, jetzt ist gerade ein schöner Moment. Keine Ahnung, wenn die Sonne gerade perfekt irgendwie geschienen hat oder ich meinen Freund in einem besonderen Licht gesehen habe oder keine Ahnung, ich habe jetzt nichts Spezielles erlebt oder so, wo ich sagen würde, oh mein Gott, ja, das ist das Top-Erlebnis 2018. Nö, nö, das war einfach die Summe der Ereignisse, ne? Dass ich da einfach, nö, was mich glücklich gemacht hat. Mein Geburtstag letztes Jahr war mega schön, da haben wir eine schöne Gartenparty gemacht. Ja, auch wenn es mein 29. war, das war quasi mein letzter Geburtstag mit einer 2 vorne. Durfte ich nochmal ordentlich feiern. Ja, ansonsten war alles irgendwie schön. Nö, habe ich jetzt nichts Spezielles. Wie bist du als Mensch? Was sind deine Interessen, dein liebstes Hobby? Ja, mein größtes Hobby ist natürlich YouTube, also das kann man nicht anders sagen. Garten, mega. Also ich liebe meinen Garten, ich liebe es zu gärtnern, neue Pflanzen zu setzen. Manchmal liebe ich es sogar, Unkraut zu zupfen, ja. Manchmal ja, wenn es wirklich gerade ein harter Tag auf Arbeit war und ich irgendwie mal so ein bisschen den Kopf freikriegen will, tut das unheimlich gut. Wirklich, das müsst ihr mal ausprobieren, das ist unfassbar. Das sind so meine Haupthobbys, meine Hauptinteressen. Ansonsten natürlich mein Haus, mein Job, mein Hund, mein Freund, meine Familie. Das sind natürlich auch meine Interessen, meine Freunde. Ja, so bin ich, mache ich, tue ich. Ja, und wie ich halt bin, meine Eigenschaften, kann ich gar nicht so gut beschreiben. Ich bin halt, wie ich bin. Ich bin einfach ein ausgeglichener, fröhlicher Mensch. Manchmal ein bisschen launisch, ja, aber eher selten. Ja, eine Labertasche, aber ich kann auch zuhören. Das geht auch. Kreativ, hilfsbereit. Keine Ahnung, so bin ich halt. Man kann sich immer so schlecht selber beschreiben, Leute. Das ist schwer. Wie lange brauchst du im Durchschnitt für ein Video? Das ist eine gute Frage. Ich sage ja manchmal innerhalb meiner Videos, wie lange ich quasi gerade am Filmen bin oder so. Das finde ich immer ganz witzig, wenn ich das dann schneide und sehe, okay, Claudia, du hast gerade quasi eine Stunde weggeschnitten. Ja, also im Prinzip kann man im Durchschnitt rechnen, im absoluten Durchschnitt, ne? Also wenn ich jetzt wirklich Unboxings zusammennehme mit Hauls, mit solchen Laber-Videos und Schminkvideos. Im Schnitt dauert das Video drehen doppelt so lange wie das, was nachher rauskommt. Also ich schneide dann immer ungefähr die Hälfte weg im Schnitt. Weil bei Schminkvideos schneide ich natürlich viel, viel mehr weg als jetzt bei irgendwelchen Unboxings oder so. Ne? Weil ich mich dann, keine Ahnung, ihr müsst mir jetzt nicht 5 Minuten dabei zusehen, wie ich meine Foundation verblende oder so. Das müsst ihr jetzt nicht, finde ich nicht, glaube ich nicht, dass euch das interessiert oder so. Ja, und bei solchen Laber-Videos wie hier, da werde ich jetzt so gut wie gar nichts schneiden. Vielleicht ab und an mal einen Cut machen, weil mein Handy immer nur bis maximal zu einer halben Stunde zulässt, dass ich irgendwie eine Sequenz aufnehme. Oder weil ich mal eben kurz meinem Hund was zu essen geben musste, weil er immer abends um 6:30 sein Essen bekommt. Oder weil ich gleich zwischenzeitlich mal Abendbrot essen werde. Keine Ahnung. Also das ja, wird relativ ungeschnitten werden. Aber ansonsten könnt ihr ungefähr rechnen, dass es dann quasi so ziemlich das Doppelte von dem ist, was dann am Ende dabei rumkommt. Was aber länger dauert, ist nachher das Schneiden, wobei das mittlerweile auch relativ schnell geht. Das Hochladen ist bei mir unheimlich langwierig, weil ich das tatsächlich hier auf dem Land mit einer nicht unbedingt guten Leitung habe. Dann lasse ich das Video meistens so über Nacht hochladen, weil das dann teilweise auch bis zu 4 Stunden oder so dauert. Oder während ich auf Arbeit bin, arbeitet mein Laptop vor sich hin und lädt das Video hoch oder speichert das Video. Also die längsten Sachen, die mich Zeitkosten bei Videodrehs ist, das Video von meinem Handy, nee, Quatsch, auf meinem Handy zu haben, nee, auf meinem Laptop, da habe ich schon, nee, doch, tatsächlich, Entschuldigung, verpeilt, das ist übrigens auch eine meiner Charaktereigenschaften,
Es dauert immer relativ lange, die Videos von meinem Handy auf meinen Laptop zu ziehen. Dann, dass mein Laptop das in dem Movie Maker hochlädt, dauert lange. Kannst du zwischenzeitlich duschen gehen, die Wohnung putzen. Sowas mache ich dann übrigens immer. Und dann schneide ich das Video, was relativ schnell geht. Da sitze ich dann aber auch schon eine Weile dran. Ne? Also ich gucke mir natürlich ja das ganze Video an und sitze dann ungefähr anderthalb Mal oder bis zweimal von der Zeit, die das Video beim Dreh gedauert hat davor. Das heißt, wenn ich ein Video drehe, was eine Stunde gedauert hat, brauche ich 2 Stunden zum Schneiden ungefähr. Weil ich mir immer noch auch anhöre, was ich so sage. Und das dann manchmal auch mehrfach mir anhöre, damit der Schnitt auch ordentlich ist. So, und dann muss das Video ja, wenn es nachher geschnitten ist, noch ein bisschen bearbeitet werden, dass ich dann ja überall hier unbezahlte Werbung einblende und so weiter. Und dann muss das Video speichern. Das dauert dann auch immer eine Weile. Und dann, wenn das gespeichert ist, muss ich das bei YouTube hochladen. Und das dauert halt richtig lange. Das ist Ewigkeiten, Ewigkeiten, Ewigkeiten. Deswegen, ja. Also bin ich schon eine ganze Zeit damit beschäftigt, mit meinen Videodrehs immer. Wobei das meiste dann ja immer so Wartezeit ist und das lasse ich dann über Nacht oder so laufen. Oder wenn ich andere Dinge mache. Ein zweites Video drehen oder so. Ja. Nächste Frage. Wie war deine Schulzeit? Hast du sie gut oder schlecht in Erinnerung? Ja. Habe ich ja schon gesagt, mit dem Mobbing, was ich da hatte, das hatte ich dann quasi nicht so gut in Erinnerung. Meine Grundschulzeit war super. Die war sehr unbeschwert, war schön, habe ich viel Spaß gehabt und irgendwie nur so als ich habe nur gespielt in Erinnerung. Ja, also in der Schule hatte ich jetzt auch nie Probleme, was so die Leistung angeht, ne? Also das ging mir ganz, ganz gut von der Hand. Ich habe nie viel gelernt, war dann immer so im Zweier-Dreier-Bereich, eigentlich eher im Zweier-Bereich. Und wo ich halt wirklich später mehr gelernt habe, war halt in der Berufsschule zum Beispiel. Da habe ich gut gelernt, weil ich sehr ehrgeizig war und einfach auch gemerkt habe, wofür ich es tue, ne? Also da habe ich es halt für die Firma auch mitgemacht damals und für meine Zukunft. Und da war ich halt auch in einem gewissen Alter, dass ich das realisiert habe, dass ich es für meine Zukunft mache. Und dementsprechend war ich da auch sehr gut. Also hat, ja, Einserschnitt dann, ne? Kleiner Streber, übrigens ist unsere Pizza fertig. Gibt gleich was. Ja, aber ansonsten von der 9. bis zur 13. Klasse war alles super. Und hört ihr das Piepen? Die Pizza ist fertig. Ja, also das war auf jeden Fall so. Meine Schulzeit war durchwachsen, sagen wir es mal so. So, Pizza gegessen. Nom nom. Übrigens, das war die Restaurante. Pizza Vegetal, glaube ich. Oh, lecker. So, möchtest du mal irgendwann einen Shop machen? Was für einen Shop soll ich denn machen wollen? Nö. Also, ich möchte keinen Laden eröffnen. Falls das die Frage war. Das möchte ich nicht, nein. Schaust du regelmäßig andere Videos? Ja, tatsächlich. Also von meinen Lieblings-YouTubern oder allgemein, dass ich dann auch mal in die Trends schaue und gucke, was so gerade in ist, wie auch immer, dass ich mir auch witzige Videos angucke und ja, das gucke ich auf jeden Fall sehr gerne. Welche ist deine Lieblingsbodylotion? Ich habe keine Lieblingsbodylotion. Da teste ich mich immer wieder durch. Am liebsten mag ich halt so feuchtigkeitsspendende Bodylotions. Am liebsten mag ich welche, die ich in Pumpflaschen drin habe. Ja, aber ansonsten habe ich da nichts Besonderes. Wo siehst du dich in 3 oder 5 oder 10 Jahren? Was sind deine nächsten Ziele im Leben? Meine nächsten Lie Ziele im Leben sind einfach glücklich sein, glücklich bleiben, glücklich werden, glücklich Glück haben. Weiß ich nicht. Ich habe da jetzt nicht so einen großen Plan. Natürlich auch irgendwann mal Kinder haben, natürlich irgendwann mal, keine Ahnung, alt werden, grau werden, Omi sein. Irgendwie so. Aber nicht in 3, 5 oder 10 Jahren Omi sein, ne? Wurdest du im Alltag schon mal auf YouTube angesprochen? Schauen deine Kollegen deinen Kanal eigentlich auch? Im Alltag, ja, so von meinen Freunden, von meiner Familie, auch von meinen Kollegen. Manche schauen meine Videos, manche nicht, manche interessiert das, manche nicht. Aber ja, ich wurde jetzt noch nicht irgendwie auf der Straße angesprochen oder sonst irgendwas. Also das denke ich auch nicht, dass es das kommen wird, ne? Also glaube ich nicht. Aber ja, ne? Ich unterhalte mich halt mit meinen Freundinnen auch darüber oder mit meiner Familie. Klar. Gab es schon mal Zeiten, wo du deinen Kanal hinschmeißen wolltest? Und wenn ja, warum? Nö.
Also, nö, ich mache es ja noch nicht so lange. Ich bin ja erst seit 19. Juli 2018 dabei. Und deswegen, nö, hatte ich jetzt so noch nicht das Bedürfnis danach, um das mal so zu sagen. Ich habe da nach wie vor Freude dran. Wie pflegst du deine Haare? Ja, meine Haare. Wie pflege ich die? Tja, also ich wasche sie jeden Tag. Das ist, glaube ich, nicht so gut, aber ich kann nicht anders, weil ich halt in meinem Beruf auch keine fettigen Haare haben will. Irgendwie will gerade diese Seite auch nicht so ganz, ne? Ja, ansonsten, ich gehe zum Friseur, wenn ich muss, oder meine Tante schneidet mir meine Haare, dann sitzt die immer neben mir, wenn ich die Haare offen habe und zuppelt in meinen Haaren rum und guckt sich die Spitzen an und sagt: Ich glaube, wir müssen mal ein Date machen. Ja, und dann schneidet die mir die Haare. Keine Ahnung, so alle 1, 2 Jahre kommt dann mal was bei mir ab. Von der Pflege her, ich benutze ein Shampoo, ich benutze eine Spülung, ich benutze ab und an auch eine Haarkur. Dann nachher, um durch meine Haare durchzukommen, benutze ich so eine Sprühkur von Gliss-Kur immer. Und dann benutze ich halt irgendwie, keine Ahnung, entweder eine Haarmilch oder ein Haaröl oder sonst irgendwas, je nachdem, was meine Haare gerade so brauchen, um die dann halt zu pflegen. Ja, so mache ich das mit meinen Haaren. Was ich halt auch als Haarpflege ansehe, ist, dass ich sie jetzt nicht, weiß Gott, wie style. Also bei mir werden meine Haare jetzt nicht geglättet oder sie werden auch nicht viel, dass ich mir Locken mache oder so. Also ich setze meinen Haaren auch keinen Gefahren aus, keiner Hitze. Auch nicht, dass ich meine Haare färbe oder so. Ja, einfach der Natur dann auch in dem Sinne freien Lauf lassen. Wenn ich irgendwann mal grau werde, werde ich definitiv meine Haare auch mal färben. Aber das bin ich noch nicht. Das muss ich noch nicht, das ist sehr gut. Möchtest du Schminktutorials drehen? Ja, ich habe auch schon ein paar gedreht, Mensch. Guck doch mal vorbei. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, dich zu schminken? Es ist so, dass meine Mom sich damals nicht wirklich geschminkt hat. Das heißt, es war nie so, dass ich bei meiner Mama mir Schminke gemopst habe, um mich dann damit zu schminken. Dass ich richtig angefangen habe, mich zu schminken, fing, boah, keine Ahnung, da habe ich mir Kinderschminke aus dem Spielzeugladen geholt. Da war ich noch relativ jung. Keine Ahnung, da war mein Alter einstellig, ne? Da hat man dann auch den bekannten blauen Lidschatten sich dann aufgetragen und sah aus, als hätte man einen auf der Fresse gekriegt, ja. Dass ich dann wirklich mal angefangen habe, mich ja, intensiver zu schminken, beziehungsweise dass ich dann auch mal eine Foundation oder sowas benutzt habe. Keine Ahnung, das fing dann so mit 15, 14, 15 an oder so. Aber das sah dann alles noch ein bisschen merkwürdig aus. Und keine Ahnung, ich lerne ja auch immer mehr dazu, ne? Das ist jetzt immer noch nicht perfekt bei mir, dass ich da irgendwie den Look schlechthin schminke oder so. Aber keine Ahnung. Bin halt da echt noch Azubi, ne? Aber ich bin im einstelligen Altersbereich auf jeden Fall angefangen. Keine Ahnung, wie alt man da war. Da war man auch schon irgendwie in der Grundschule, dritte Klasse oder so, dass ich mir da meine Kinderschminke, die erste, geholt habe. Ja, aber das kann man nicht als Schminken bezeichnen. Das ist eher so karnevalsmäßig gewesen. Bist du sensibel? Ja, bin ich. Bin einfühlsam und ich bin auch sehr sensibel. Das heißt, ich bin auch in dem Sinne emotional. Über welches Thema sprichst du am liebsten, über welches gar nicht gerne? Ich spreche gerne über Garten, rede ich unheimlich gerne, über Hausbau, Haus renovieren, über meinen Hund spreche ich gerne, über Make-up, Pflege spreche ich gerne, was man seinem Körper und seiner Haut und sich selber Gutes tun kann. Über was ich nicht so gerne spreche, ist Politik. Das ist nicht so meins. Was ist dein größter Wunsch, den man mit Geld erfüllen könnte? Finanzielle Unabhängigkeit. Also das ist quasi der Wunsch, den ich so hätte. Sprich, dass ich einfach genug Geld habe, um mir einfach keine Sorgen um Geld machen zu müssen. Also, ne, finanzielle Unabhängigkeit ist ja auch ein breit gefächerter Begriff, dass ich mir keine Sorgen machen muss, den Kredit von meinem Haus abzubezahlen oder dass ich, wenn ich irgendwas sehe, mir das einfach so kaufen kann, ohne drüber nachzudenken. Ja. Sei es Lebensmittel, sei es Hauseinrichtungen oder was auch immer. Das wäre ganz nett. Hast du eine Lieblingsserie? Da habe ich tatsächlich mehrere, aber nur eine einzige davon läuft aktuell noch im Fernsehen. Das ist Criminal Minds. Ansonsten habe ich How I Met Your Mother, was ich super finde. Dann Vampire Diaries liebe ich. Gossip Girl habe ich gesuchtet bis zum Umfallen. Ja, das sind so meine Serien.
Dr. House. Oh, darf ich auch nicht vergessen. Die habe ich auch geliebt. Da haben wir die ganzen Staffeln bei uns in der DVD-Sammlung stehen. Welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Schlaue Dinge. Wirklich schlaue Dinge. Was sind denn schlaue Dinge? Ein Multitool, also quasi so ein Leatherman oder sowas, dass man dann halt auch wirklich damit, wenn man Tiere fängt, wie auch immer, sie zerlegen und essen kann oder dass man Sachen schneiden kann, zubereiten kann, wie auch immer, halt ein Multitool, wo alles drin ist, was man so braucht, alles an Werkzeug und wie auch immer. Dann würde ich mitnehmen auf einer einsamen Insel ein Satellitentelefon, um anrufen zu können und zu sagen, holt mich hier ab. Und Sonnencreme. Denn sonst. Oh, oder ein Sonnenschirm. Irgendwas auf jeden Fall, was sonnenschutzmäßig wäre. Das bräuchte ich auch, weil sonst ist es schwierig, ne? Wenn ich mir immer eine Palme suchen muss. Wahrscheinlich eine Decke. Eine Decke ist sinnvoll, weil dann kannst du dir da draußen so ein Segel machen, dass du quasi dann, ne, wenn die Menschen, die du angerufen hast, die dich abholen sollen, nicht schnell genug kommen, dass du quasi vor der Sonne geschützt bist und andererseits, dass du in der Nacht, wenn es kälter ist, dich zudecken und einmummeln kannst und ja, irgendwas zum Zudecken hast. Ich glaube, das sind so die drei Dinge, die ganz sinnvoll wären, oder? Siehst du YouTube als deine Arbeit, Beruf oder eher als dein Hobby? Hobby, absolut. Wo filmst du? Hast du dafür ein eigenes Zimmer oder ist das auch sonst deine Schminkecke? Lässt du die Dekoration dann immer so ordentlich stehen oder musst du für den Alltag immer alles wegräumen? Das hier ist mein Schminkzimmer. Ich habe eine Roomtour dazu abgedreht und beziehungsweise, ja, Schminkzimmer, mein YouTube-Zimmer. Ich schminke mich normalerweise im Badezimmer vor meinem Badezimmerspiegel. Wenn ich mich extremer schminke, nehme ich euch meistens mit. Und macht es dann hier, weil ich habe hier einen großen Spiegel. Auch den seht ihr in meiner Roomtour. Ja, aber also es ist kein Schminkzimmer. Ich habe hier einfach meine Pflegesammlung stehen, meine Schminksammlung, meine Ausstattung, alles Mögliche, ne, mein Schreibtisch. Und ja, aber ich muss hier nichts wegräumen. Ich kann die Tür da vorne zumachen und keiner kann reinschauen. Das ist sehr, sehr angenehm. Puh, hast du schon mal Erfahrungen mit Fake Friends gemacht? Wie stehst du dazu? Tja, ich bin eine Frau. Welche Frau hat noch keine Erfahrung mit Fake Friends gemacht? Ich finde Fake Friends ziemlich, in dem Moment ziemlich ernüchternd, ziemlich, die machen mich traurig, ziemlich ärgerlich, weil die einen ausnutzen in dem Sinne, dass die ja irgendwas von dir wollen und sei es einfach nur an irgendwelche Typen ranzukommen oder sonst irgendwie an irgendwas ranzukommen. Keine Ahnung, ne? Oder um einfach jemanden zu haben, wo man sich halt entsprechend auskotzen kann. Und das finde ich immer frech. Wenn da einfach Leute sind, die sich bei einem auskotzen und wenn man dann selber ein Problem hat, dann sagen die, ciao, keine Zeit. Du, dich kenne ich eigentlich auch gar nicht mehr. Aber ich habe da jetzt nicht so mega die Erfahrung mitgemacht. Es war das ein oder andere Mal, dass mir solche Damen über den Weg gelaufen sind. Ja, das war auch nicht schön. Aber ich habe daraus gelernt. Und für mich einfach entschieden oder ja herausgefunden, wer mir wichtig ist und habe dann in dem Sinne auch mein gefestigtes Umfeld und das ist dann quasi so, dass man dann auch entsprechend selektiert, ne? Ich bin 29 Jahre alt, da hat man dann auch entsprechende Erfahrungen gemacht. Ja, so halt. Und im Nachhinein finde ich solche Leute übrigens lächerlich. Welche ist deine Lieblingsbox? Wurde gefragt. Ja, ich habe tatsächlich ja mehrere im Abo und die Box, die ich eigentlich wirklich am allergeilsten finde, ist die InStyle-Box, weil da halt auch immer so richtig krass, krass, krass geile Sachen drin sind, ne? Aber die kommen dafür am wenigsten oft, ja, alle 3 Monate und ja, dann zahlst du ja auch quasi pro Box mehr. Also in dem Sinne macht es ja auch Sinn, dass die Produkte dann hochwertiger sind, wenn du im Jahresabo genau das gleiche zahlst wie für die Glossy-Box oder Pink-Box, die monatlich kommen. Macht Sinn, ne? Dann haben die auch ein ganz anderes Budget zur Verfügung. Wie seid ihr auf Sammy aufmerksam geworden? Mensch. naja, das war eigentlich so, dass wir eigentlich immer schon einen Hund wollten. Also das war für uns, stand es fest, wenn wir mal ein Haus haben und den Platz dafür haben, wollen wir uns irgendwann definitiv einen Hund holen. Und ja, dann haben wir uns informiert und haben dann tatsächlich über eBay Kleinanzeigen einfach mal gesucht. Einfach nur mal gestöbert, was so aktuell los ist auf dem Hundemarkt.
Haben dann natürlich auch ein paar Züchter und sowas gesehen, aber haben dann gesagt, muss jetzt nicht unbedingt sein, dass du auch so unheimlich viel Geld für einen Welpen ausgibst. Und einen Welpen wollten wir uns auch nicht unbedingt holen, weil die auch unfassbar viel Arbeit machen. Du musst ja auch da sein. Am Anfang sehr extrem. Und das konnten wir auch nicht leisten. Und ja, dann haben wir halt nach Tierschutzorganisationen auch gesucht und die halt auch über eBay Kleinanzeigen gefunden. Und hier in der Nähe gibt es eine. Und da war halt eine Homepage, da haben wir drauf geguckt, da haben die dann die Hunde vorgestellt und da hatten wir dann eigentlich einen ganz anderen Hund gesehen. Das war ein Weibchen, das war ein Labrador und ja, die wollten wir uns eigentlich angucken. Dann sind wir da hingefahren und beziehungsweise mein Freund war dann ein bisschen eher da, weil ich ein bisschen einen längeren Arbeitsweg hatte, musste dann, ne, kam dann ein paar Minuten später an und dann stand mein Freund schon da mit Sammy und ja, also Sammy war nicht die Hündin, die wir uns eigentlich ausgesucht haben, denn Sammy ist ein Männchen, definitiv, und auch kein Labrador. Sammy ist ein Schweizer Schäferhund. Ja, und dann haben wir uns verliebt. Ja, und dann wurde uns vom Tierschutz angeboten, hey, ihr könnt ihn mitnehmen zum Probewohnen. Das würde dann 2 Wochen laufen und dann hatten wir den zum Probewohnen bei uns und sobald er über die Türschwelle getreten war, war es um uns geschehen und seitdem ist er bei uns und er fühlt sich sehr wohl und er hat sich sehr gut gemacht. Ja, hat sich auch sehr verändert. Sehr positiv verändert. Ja, optisch und ist auch viel entspannt. Also, viel, ja, entspannt war der von Anfang an, seit er hier ist, ne? Weil der einfach ein Dach über dem Kopf hatte, weil der kommt ja aus Bosnien von der Mülldeponie. Dementsprechend hatte der auch nie wirklich ein Dach über dem Kopf. Das ist ja das erste Mal, dass er ein Dach über dem Kopf hat hier bei uns. Und als er das halt realisiert hat, der hat gepennt. Der hat fast 2 Wochen nur durchgeschlafen. Das ist Wahnsinn. Unser kleiner Schatz. Möchtest du noch mehr Hunde haben? Ach, guck mal, das passt jetzt ja auch, ne? Nö. Möchten wir nicht. Was sagt dein Partner dazu, dass du YouTube machst? Das haben auch mehrere gefragt. Ja, er sagt halt, du, ganz ehrlich, Claudi. Schön, dass du das machst, aber ich gucke mir deine Videos nicht an, weil ist nicht so mein Content. Als Mann, ja, gut, kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Er kriegt das ja alles mit, wenn ich die Videos schneide. Das heißt, er hat jedes Video schon mal gehört und auch mehrfach gehört, wenn ich dann immer wieder die gleiche Szene abspiele und so. Ach, der arme Mann. Ja, und ansonsten, er unterstützt mich. Er hat mir von Anfang an Mut gemacht und gesagt: Ja, wenn du das machen möchtest, dann ne, mach das, nimm dir die Zeit dafür. Er sagt aber auch, vergiss den Haushalt nicht und vergiss auch nicht, dass du ein Haus hast, dass du einen Hund hast und vergiss die Beziehung nicht, wie auch immer, ne? Also, dass man das halt irgendwo ausgewogen hat und das habe ich auch ganz gut so hingekriegt. Manchmal, wenn ich das so ein bisschen vergesse, das Gleichgewicht zu halten, erinnert er mich dran. Aber da wir halt einen sehr entspannten Umgang miteinander haben, ist es jetzt kein Streit, sondern er sagt halt, hey Schatz, ne? Vielleicht mal wieder so ein bisschen drauf achten. Deswegen habe ich auch hier vorne jetzt eine Uhr stehen, dass ich so ein bisschen auch die Zeit mal im Blick habe. Und ja, sonst versinke ich hier manchmal in diesem Raum einfach Ewigkeiten. Und ja, ne? Man darf die Zeit einfach nicht vergessen, das stimmt. Wie, wo und mit wem feiert ihr Silvester und Weihnachten? Ja, es wurde halt das Q&A gestartet, als halt so Weihnachten und Silvester waren. Wie, wo und mit wem? Ja, also Weihnachten haben wir gefeiert mit der engsten Familie, sind dann entweder zu denen hingefahren oder die sind zu uns gekommen. Silvester haben wir tatsächlich zu dritt gefeiert, sprich mein Freund, mein Hund und ich, weil unser Hund halt damals in Bosnien angeschossen wurde und deswegen panische Angst hat vor diesen ganzen Böllern und so. Deswegen sind wir dann bei ihm geblieben, was für mich vollkommen in Ordnung ist, ne? Weil was soll ich irgendwie Party machen fahren, während mein Hund zu Hause sitzt und Angst hat. Dafür, nee, das, nee, da habe ich einfach ein zu großes Herz für. Und an und für sich ist es bei uns eh so. In meinem Umfeld haben so gut wie alle mittlerweile Kinder und so. Und dann ist es eh nicht mehr so mit der Ultra-Feierei und keine Ahnung gegeben. Also von daher haben wir das ganz entspannt gefeiert mit DVD-Abend. Liest du gerne? An und für sich ja. Ich lese wirklich gerne. Aber ich komme halt echt in letzter Zeit gar nicht mehr dazu, weil ich jetzt hier mit meinem Hobby, mit YouTube auch sehr gut beschäftigt bin, weil ich mit meinem Haus sehr gut beschäftigt bin und mit meinem Leben. Also ja, was ich ab und an mal mache, ist, dass ich dann im Sommer mich in eine Hängematte lege mit einem Buch. Aber das Problem ist, dass ich dann einfach zu ungeduldig werde. Auch das ist übrigens eine, habe ich auch schon gesagt, ne? Eine Charaktereigenschaft von mir, genau, dass ich ungeduldig bin. Nee, das finde ich dann auch irgendwie. Da habe ich dann nicht die Ruhe für.
Was hältst du generell von Spiritualität? Was wärst du am liebsten, wenn du wiedergeboren würdest? Tja, das ist eine gute Frage. Also, was ich von Spiritualität halte. Eigentlich finde ich schon, dass ich spirituell bin. Also, ich bin jetzt nicht irgendwie so extrem esoterisch oder sonst irgendwas, ne? Also, ich denke schon, dass es irgendwie ein höheres Wesen gibt oder dass es halt irgendwie außerhalb von dem, was wir sehen und was wir so wahrnehmen, noch andere Sachen gibt. Ja. Und wenn ich wiedergeboren werden würde, wäre ich gern ein Vogel. Die Welt von oben betrachten, fliegen, durch die Gegend gleiten. Das wäre schön. Ja. Hier habe ich die letzte Frage, den letzten Zettel, Leute. Oh Gott, das Video ist so lang, ey. Würdest du bitte mal eine Parfüm. Würdest du bitte mal ein Parfümsammlung-Video machen? Ja, tolle letzte Frage, oder? Kann ich machen, aber ich habe echt nicht viel, ne? Also das seht ihr meistens alles so in meinem Holz, aber kann ich wohl machen. So, ihr Lieben, ha, das war's schon, Mensch, das war doch gar nicht so lang hier. Das war doch ein kurzer Schnack mit uns, wa? Übrigens, was ich vergessen habe, ich wollte mir eigentlich einen Tee machen und den hier mit euch zusammen trinken. Hat ja super funktioniert, leider gar nicht. Super. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir einfach mal hier zwei Videos und auf dieser Seite kannst du, wenn du möchtest, mich einmal kostenlos abonnieren. Ja, schau mal vorbei, wenn du Bock hast. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!